Herzlich willkommen, heutige Sendung mit dem Starfotograf, mit dem Bundespasswasserspielfotograf David Mihalka. Ja. Darf ich euch vorstellen? Klingt gut, vielen Dank. So, wir sind zusammengekommen, einige Fragen zu klären, weil wir haben die schönen Bilder von ihm gesehen und dachten wir, ja genau, hängt ein hier an der Pinnwand, dachten wir, vielleicht wollen wir ein bisschen hinter der Kulissen schauen. Was uns aufgefallen ist, die besondere Art und Weise von Fotografie, ich sehe persönlich viel Schatten und viel liegt im Hintergrund. Wie ist das entstanden? Also, fangen wir gleich von Anfang an. 2007 habe ich den Bundesplatz zum ersten Mal entdeckt und war ich begeistert. Vor dem Regierungsgebäude und im Zentrum der Stadt spielen die Kinder wie in einem Schwimmbad. Und ich habe viele Fotos dort gemacht und ja, die normalen Fotos, wo man die Gesichter sieht von den Kindern und so, für mich persönlich ist langweilig und es gibt schon auch. Und dann habe ich experimentiert, unterbelichtet und den richtigen Zeitpunkt gefunden, dass die Sonne so steht, dass es schön eine Silhouette ergibt mit dem Licht von hinten. Ja. Herrlich. Danke. Wie ist die Begegnung mit dem Kinder, Erwachsenen, die dort im Wasser, wie ich sehe, spielen, liegen, hupfen und so weiter? Ja, also die Kinder, die erfreuen mich jedes Mal, weil das ist einfach nur Wasser und die haben so viel Freude an dem Einfachen. Und ich sitze dort stundenlang und bin angesteckt von der Freude von den Kindern. Ich vergesse meine ganzen Aufgaben und Sorgen und bin im Moment drinnen, auch wegen der Kamera. Das hilft auch, im Moment drinnen zu sein. Und das ist eine positive Erfahrung. Und in den 10 Jahren, wo ich dort fotografiert habe, überraschenderweise, also ganz wenige Mütter haben mich angesprochen, was ich da mache. Und ich habe ihnen die Fotos gezeigt und erklärt. Und sie fanden die Fotos schön und waren dann beruhigt. Und ja, neulich kam die Polizei, hat mich, ja. Wieso? Ihr wollt auch in meinen Motiven drin sein. Ja, genau. Nein, die wollten nicht. Eine Mutter hat sie gerufen und ich habe ihnen erklärt, das Projekt, meine Bilder gezeigt und die waren begeistert und haben sich dann auch schlecht gefühlt, haben gemerkt, dass ich da Künstler bin, also ein Künstler, der da ein Projekt hat. Und ich verstehe auch die Besorgnis der Mütter, kann ich verstehen. Aber die Polizei hat auch gewusst, dass es legal ist, dort zu fotografieren und auch das zu veröffentlichen. Und alles klar. Und ich habe sie gefragt, kann ich weitermachen? Und sie sagt, ja, machen Sie weiter, okay. Na, ist das gut ausgegangen. Wenn die Mutter das sieht, bitte melde dich bei mir, ich bin nicht böse, ich verstehe dich und ja, lass uns treffen. Vielleicht ist eins deiner Kinder in meinen Motiven auch drinnen und würde ich dir gerne ein Bild schenken. Oh, das wäre schön. Jetzt melden sich hunderte von Müttern. Genau. Nee, nur die eine, die die Polizei gerufen hat, bitte. Jetzt sind die, haben wir über die Mütter oder über eine Mutter erfahren, Polizei. Gibt es auch andere Passanten dann, vielleicht vom in der Nähe befindliche Bundeshaus, welche Beamten oder Regierungsmitglieder? Also die meisten, die da vorbeigehen, das zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Auch wenn die gestresst Geschäftsmänner vorbeigehen und gucken, das steckt an. Und die Chinesen, die sind auch begeistert, die jetzt im Sommer massenweise kommen und fotografieren. Manchmal stehen sie mir im Weg, weil da so viele sind, aber ich schaffe es trotzdem. Ja, gut. Ja, dann, wenn ich das Bild hier anschaue, die sehe ich am Himmel eine prallende Sonne. Dürfte die Temperatur über 25 Grad sein. Wie ist es dann am Set, wie beim Fotografieren? Wie lange hält man das aus? Gut, also ich vergesse alles. Die Hitze, wenn ich im Moment bin mit meiner Kamera, nur manchmal kann ich nicht am Boden sitzen, weil der Boden ist viel zu heiß. Und die Fontänen haben einen bestimmten Rhythmus. Und manchmal zwischen denen, wenn nicht so viel los ist, wenn es schwacher Rhythmus ist, dann tue ich die Kamera hinterm Rucksack verstecken, im Schatten, weil es doch nicht gut ist für die Kamera, zu viel Sonne. Also es ist schon anstrengend, aber es lohnt sich. Aber ich habe nicht primär an die Kamera gedacht, das wäre Sekunde, sondern an dich persönlich. Also wie hältst du das hier aus?
über 25 Grad, da stundenlang nehme ich mal an zu fotografieren. Merke ich nicht. Wenn ich fertig bin, dann breche ich zusammen. Aber wenn ich fotografiere, merke ich das nicht. Da bin ich im Moment und da ist alles egal. Okay, und wenn es vorbei ist, dann Abend irgendwann mal, wenn die Sonne weggeht, dann das war schon, dann hat sich erledigt und hast du tolle Bilder. Dann geht das Schwitzen weiter, weil ich im Durchschnitt 2.000 bis 3.000 Bilder innerhalb von 2-3 Stunden dort, So viel. Und ich muss alle durchgehen und die besten rausfischen. Also viele Motive wiederholen sich auch. Und da muss man schauen, dass man diese besonderen, die herausstehen, filtert. Also es ist viel, viel Arbeit. Ja. Und dann kommt man irgendwann mal auf die Webseite, ob es denn eine oder auf mehrere von deiner Webseite, die man dann auch sehen kann. Ja. Später verraten wir die Adresse. Ja. Gut. Jetzt noch die Frage, es ist halt, muss man dort aushalten, diese paar Stunden. Was gibt's dafür einen Tipp, wie kann man das schaffen, dass man so lange dort sitzend oder halb stehend auf dem Knie das aushält? Gibt es einen Ausdauersport als Ausgleich oder Vorbereitung? Tipps für meine Konkurrenz soll ich geben? Nicht unbedingt, dann nur die Hälfte vielleicht. Ich denke, egal was jemand macht in seinem Leben, Briefmarken sammelt oder Schmetterlinge, jemand, der etwas sehr gerne macht, der nimmt alle Strapazen in Kauf und das macht nichts aus. Aha. Ja. Okay, also da schon denke ich, da ist schon ein bisschen Ausdauersport dabei oder Krafttraining auch. Ja klar, also Fitness, wenn man sportlich unterwegs ist, ja, das hilft natürlich. Und viel Wasser, ich trinke da 2-3 Liter dort. Oh, aber nicht von dem Brunnen da? Nee, noch nicht probiert. Früher war es Chlorwasser, jetzt, es gab einen Unfall, Chemieunfall, jetzt haben sie es ausgetauscht, jetzt gibt es Trinkwasser dort. Mhm. Ungefähr 2000 volle Badewannen an einem Tag kommen da durch. Oh, wow. Ja. Aha, das ist eine ganz schöne Menge. Ja, ja, und das mal schon im Vorgang und wie das läuft. Aber gab es Höhe- und Tiefpunkte auch? Was war das schönste Erlebnis oder stärkste in Erinnerung, was dort auf dem Bundesplatz ist? Zum Beispiel, nicht mehr mal das Bild hier, das ist ein einmaliges Bild mit Atmosphäre. Aber mit Sicherheit, außer dieser Polizeigeschichte, gab es andere Begegnungen oder besondere Erlebnisse, ein gesundes, starken Spur hinterlassen hat in der Erinnerung. Oder war schon so viele, dass man das gar nicht irgendwie auseinanderhalten kann? Also die meisten Fotos kann ich mich erinnern. Also an das Foto kann ich mich nicht mehr erinnern, was da war. Aber einmal hat ein Mann einen Hut auf die Fontäne getan und der ist hochgeflogen immer wieder. Oder einmal hat ein Kind so gespritzt, weil er einen Fuß drauf gehabt hat, dass die Mutter vor mir ist aufgestanden und ich habe es gespürt, die Tropfen gespürt und ich habe einen super Moment erwischt von der Mutter, wie sie sich umgedreht hat und ihr Kleid war schwarz mit weißen Pünktchen, wie die Fotos auch, also das war ein super Moment. Einmal habe ich einen erlebt, der hat sich dort geduscht, wirklich, der hat Seife gehabt. Und sich dort geduscht. Mit Bürste auch? Nee, nur Seife und richtig geduscht. Aha. Dort, ja. Was alles nicht gibt. Ja. So, und gab es auch bittere Erlebnisse, dass es die Sonne dann plötzlich wegging oder das Wasser kam nicht mehr? Oder? Ab und zu mal kommen Wolken und dann ist es vorbei mit dem Stil, mit dem Gegenlicht. Da muss man halt abwarten. Aha. Gestern wollte ich zum Bundesplatz gehen, fotografieren, super heißer Tag. Und im Internet gibt es eine Webseite, die immer ankündigt, wenn es gesperrt ist. Ja. Und gestern war nichts angekündigt und es war gesperrt wegen einer Veranstaltung. Da war ich enttäuscht, aber sonst... Schade. Und was ist der Message allgemein, was man da außen sieht und jeder verstehen sollte aus dem Bild? Da gibt es mit Sicherheit ein Message für die Leute, die das noch nicht gesehen haben oder daraus was lernen sollten? Was ich persönlich, was mich inspiriert hat von den Kindern ist, wir können viel von denen lernen. Mit einfachen Mitteln haben die so viel Spaß und Freude und sie knüpfen mit fremden Kindern leicht Kontakt.
Und wir als Erwachsene, wenn wir in der Stadt sind, unterwegs sind, wir knüpfen nicht so mit fremden Leuten Kontakt. Und die Kinder, die haben damit kein Problem. Und mit einfachen Mitteln wie mit dem Wasser, die können sich so erfreuen. Und die Kinder und auch der Fotograf leben im Moment. Die Kinder denken nicht an gestern oder an später, sie sind im Moment. Und der Fotograf auch, der ist fokussiert. Also daran, im Moment zu sein, aufmerksam, was vor deiner Nase ist, das wahrzunehmen. Ja. Schön. Ja, ich denke, du hast schöne Bilder den Leuten geschenkt, die dir schon gesehen haben, und noch mehr. Hoffen wir kommen noch mehr dazu. Oh ja. Und ich denke, du bräuchtest eine Erfrischung wie die Kinder auf den Bildern, oder? Ja, das habe ich auch nötig. Also ich habe selbst tanze nicht in den Fontänen und bin manchmal neidisch. Würde ich auch mich gerne erfrischen. Na gut, kein Problem. Hier hast du denn. Oh. Das ist erfrischend, oder? Oh, vielen Dank. Gerne. Okay, gut. Endlich habe ich, spüre ich das auch, die Freude des Wassers. Aber du siehst auch aus, als könntest du eine Erfrischung Nein, nicht gebrauchen. unbedingt. In diesem Sinne, vielen Dank, herzlichen Dank für das Zuschauen, und wir freuen uns auf euren Besuch an unserer Webseite, die wir später dann einblenden. Ja, und wenn ihr eine Erfrischung braucht, meldet euch bei mir auf davidmihalka.com oder Facebook Mihalka777. Dann werde ich euch auch erfrischen. In diesem Sinne. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Okay, ciao.